Ministerpräsident, lieber Freund, verehrte Frau Luan, sehr geehrte. 为互相借鉴，可以互相学习很多。而且从政治这个角度上而言，对于中小企业给予关注。 Ein weiteres großes Verdienst von Ihnen, verehrter Herr Zhu, ist die weitere Öffnung Chinas für den Außenhandel und für ausländische Investoren. Chinas Außenhandel hat seit dem Beitritt zur WTO vor 3 Jahren ein enormes Wachstum erreicht. Zahlreiche deutsche Investoren, vor allem kleine und mittlere Unternehmen, sind heute in China präsent. Und wir alle wollen dieses Engagement weiter stärken und es zum Nutzen beider Seiten fortführen. Große Freude, Sie, Exzellenz, Herr Zhu Rongji. Because我在岗位上的时候，我不敢说是全国最忙的人，至少也是最忙人中间的一个吧。 而我现在变成了最闲的人的中间一个，这个调整是需要时间。在中德合作中间，当然不只是大型企业的贡献，我想中小企业也做出了很大的贡献，而且我历来是看重。 德国的中小企业的发展的经验，愿意跟他们合作。经过勤学苦练，名师指教，我现在拉胡琴的水平比过去提高了很多倍。<笑>